Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das nicht mal ganz so verlorene Tal. Ich versuche noch Tabea zu erwischen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange die nachts dort rumsteht und darauf wartet, dass sie beschenkt wird. Was halt, oh, höchst anzahlend Gegenstände erreicht. Das ist natürlich schade. Ablegen. Mal schauen. Und ich glaube, ich habe vergessen, den Karl zu füttern heute. Und ihr wisst, was das bedeutet. Er wird die Nacht durchschreien und wird uns allen total auf den Piss gehen. Und ja, damit müssen wir jetzt leider leben. Leider, leider. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Alter, was wollte ich denn jetzt nochmal? Ja, da wollte sie, ne? Ja, da, ne? Das war voll ihr Ding. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Genau. Vielleicht erwischen wir sie. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch Kyoto einfach mal gerade im Weg. Wir werden es herausfinden. Wir sind, glaube ich, für Toni eine übelste Enttäuschung. Wir sind nie zum Abendbrot da. Wir reden nie mit ihm. Wir haben den Hochzeitstag vergessen. Wir sind eigentlich die furchtbarste Frau der Welt. Aber er liebt uns trotzdem, auch wenn wir so furchtbar und scheiße sind. Das ist nett von ihm. Das rechne ich ihm hoch an. Und Tabea ist noch da. Das sei ihm sehr gut. Und vielleicht die Scharfäugigen unter euch werden gesehen haben, dass Andrea hier gerade auch rumrennt, aber an die Weichhirnigen von euch, sie nimmt keine Aufträge an, wenn sie im Tal ist. Deswegen, also keine Anliegen. Deswegen habe ich sie jetzt nicht angesprochen und suche gerade Tabea. Da ist sie. Hallo, danke. Guten Abend, was für eine schöne Nacht. Man sieht die Sterne so gut anliegen. Du hast die Zutaten gefunden, die ich brauche, danke. Und wenn ich meine Zauberarznei einmal gebraucht habe, würdest du sie auch für mich kosten, oder? Nein, ich will sie nicht für dich kosten. Wenn du mir hilfst, sage ich dir, wie man einen Wundertrank macht. Okay, was kriegen wir? Rezept für Aktivtrank. Ich kann sie mir nicht einfach so mal einen Wundertrank schenken. Das wäre auch sehr nice von ihr. Geht es dem Baby gut? Vergiss nicht, die ganze Anweisungen zu befolgen, die ich dir gegeben habe. Ja, ich habe es mal übelst nicht gefüttert heute. Das wird die ganze Nacht nur schreien und das wird mir so leid tun. Aber irgendwie war ich mit anderen Dingen beschäftigt, wie Bronze und so für Andrea besorgen, die dann eh nicht da ist, um es anzunehmen. Das ist natürlich wichtiger als, ja, dass ich mein Kind einfach mal dafür einen Tag hungern. Also merke, ich bin nicht nur eine furchtbare Ehefrau, ich bin auch eine fürchterliche Mutter. Und meine Orientierung ist auch furchtbar. Generell, ich bin furchtbar und ich hasse mein Leben und alle anderen Menschen sind auch furchtbar. Wo wir wieder beim Thema vom letzten Mal wären, dass ich ein sehr hasserfüllter Mensch bin. Guckt euch das bloß nicht ab. Babes. Gott. Okay, wir gehen mal ins Bett. Besser ist. Ah, oh, gut. Augen zu und umgedreht. Ja, bitte. Ja. Denkst du nicht auch, Karl klingt hungrig, Yume? Ich glaube nicht, dass wir noch viel schlafen werden. Weil die bleiben im Bett liegen. Unser Kind klingt hungrig. Wir bleiben einfach im Bett liegen und schlafen nicht. Das ist Harvest Moon Logik. Stein bekommen. Yeah, ich wollte immer mal einen Stein bekommen von dem Hund. So. Aus einem Erzhacker kann man normalerweise nur eine Art Erz gewinnen. So. Hab ich es gerade gefüttert? Ja, ich glaube schon. Na gut. Dann nochmal spielen und mal hochnehmen und mal kurz checken, wie so unsere Chemie ist. Auf 55, gar nicht mal so schlecht. Wie sieht es eigentlich mit meinem Mann aus? Kann der auch wieder sinken? Nein, zum Glück nicht. Das wollte der schon inzwischen schon hassen, glaube ich. Einfach nur hassen. Ich habe vergessen, Kyoto zu füttern, oder? Ich habe vergessen, ihn zu füttern. Ich weiß es doch. Ich spüre das doch in meinem Uterus. Meinem Uterus? Was laber ich? Ich spüre es. Ja, oder? Nein, ich habe ihn nicht gefüttert. Ich füttere ihn jetzt. Okay, bitte. Kriegst das gleiche Futter wie die Kühe und die Schafe und die Pferde, aber hey, das ergibt alles keinen Sinn, aber meine Güte, das ist Harvest Moon und ich liebe es. Okay, dann kümmern wir uns wieder um die Tiere und hoffen, dass Andrea irgendwo rumhops oder Tabea, aber ich glaube auch da auch eine Schwester ran. Das wird bestimmt noch ein, zwei Tage dauern, bis wir denen dann ihr Zeug ins Gesicht klatschen können, aber das wird auch noch werden und
wieder den Bären streicheln. Aber ich möchte ihn gerne von hinten streicheln. Das ist so voll mein Ding. So. So, natürlich wieder um die Tiere kümmern. Und heute ist ein wunderschöner Tag. Das Zeug muss gegossen werden. Was allerdings erst sehr spät nass wird, glaube ich. Das ist nicht gut. Aber dennoch habe ich im Hinterkopf, dass das ein Job für Tui wird. Und wie wir alle wissen, wird Tui sich da total drüber freuen. Er liebt es, für mich zu arbeiten. Er kann sich quasi in seinem gesamten Leben nichts Besseres vorstellen als das. Auf gut Deutsch, er wird mich wieder voll heulen. Na gut, soll er das machen. Bin ich ja schon gewohnt, belappt zu werden. Von dem faulen Natur-Elfen-Dingsy-Tui-Pack. So. Übrigens, die Magie ist wieder voll im Gange. Ihr kennt das ja. Oh, hi Hunter. What's up? What's up, Dude? Weißt du was? Mich richtig froh, dass du in die Ecke dieses Waldes gekommen bist. Oh, er liebt mich. So, oh, die Tiere haben gerade fertig gegessen. Jetzt habe ich gerade irgendwie einen Faden verloren. Ach ja, the magic is real. Immer, wirklich immer, wenn ich aufnehme, schreiben mich Leute über Skype an. Wirklich, das ist unglaublich. Manchmal antworten mir Menschen den ganzen Tag nicht und ich wurde den ganzen Tag. Wir haben es jetzt 10 Uhr abends, nachts, was auch immer. Mich hat kein Mensch angeschrieben. Kein Mensch, ja. Und ich nehme jetzt auf und sehe gerade unten bei Skype eine kleine 2. Das heißt, es gibt 2 aktive Chats, die ich schon nicht gelesen habe. Leute, als ob meine Freunde einen Detektor hätten, womit sie aufspüren. Oh, die Yumei nimmt gerade auf. Besser schreiben sie immer voll. Das ist voll schlimm. Ich weiß auch nicht. Schlimm sowas. Freunde, ey. Nerv. Würde Cold Mirror jetzt sagen. So. Füttern wir mal noch ein bisschen. Ich glaube, wobei heute ist ein sonniger Tag. Das heißt, die Ernte könnte schneller austrocknen. Was auch wiederum bedeutet, dass der Chewy eher damit beauftragen kann, alles zu gießen. Was wiederum bedeutet, dass er mehr zum Gießen schafft. Das wäre relativ nice. Ich weiß aber nicht, wie stark das jetzt dadurch austrocknet, durch den Sonnenschein. Weil wenn es bewölkt ist, ist natürlich die Erde auch länger nass, weil da jetzt die Hitze von der Sonne nicht so drauf donnert und alles verdunsten lässt. Das ist logisch, weil das einfach so ist. Ihr wisst schon. So, Physik und Geografie und Biologie und Denken und Dinge tun, die denken. Und es ist immer noch nass. Na, ganz toll, so viel zum Denken. Aber hier, du bist nicht nass. Gieß! So. Die habe ich gegossen. Ist hier unten irgendeiner mal fertig zum Ernten? Nee. Okay, die Bäume kann man auch noch nicht abernten. Das kann auch dauern. Na gut, das akzeptieren wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Und überlegen ganz kurz, was wir tun. Ich gucke mal. Naomi und Sally. Hat von denen irgendjemand bei mir ein aktives Anliegen? Sally, die will immer noch diesen blöden Joghurt, wo ich keine Ahnung habe, wo ich ihn herkriegen soll. Aber Naomi hat kein Anliegen. Na gut, dann gehen wir einfach mal hin und freuen uns an den Keks. Ich überlege gerade, wo ich Joghurt herkriege. Ich vermute mal, dass ich den irgendwie in der Küche mache oder irgendein. Boah, ich habe keine Ahnung. Scheinbar hat das schon ein Rezept oder so. Ist jetzt einfach mal so eine Theorie von mir. Wir werden das vielleicht irgendwann mal rausfinden. Spannend, was? Ja, mal gucken. Aber jetzt erstmal Naomi. Sally können wir trotzdem mal anlabern. Meine Großmutter ist die, die mich aufgezogen hat. Sie hat sich aber nicht lustig gemacht. Also aufgezogen und lustig machen. Und ihr wisst schon. Euer Baby ist da. Ich will mit ihm spielen, wenn es alt genug ist. So, ich möchte trotzdem gerne mit Naomi reden. Nichts fühlt sich so gut an wie die Frühlingssonne in deinem Gesicht. Das stimmt, wenn es wieder schön warm wird und die Sonne so durchscheint und auf deiner Haut und auch das ist schön. Hast du eine Minute? Die Textilverkäuferin sagte, dass sie Garn aus deiner Wolle machen wolle. Das ist lustig, weil Wolle und egal. Jetzt möchte sie mehr Wolle. Ich will nicht drängen, aber ja. Hast du etwas davon übrig, das ich haben könnte? Na gut. Na gerne doch. Oh, geht sogar direkt. Gehen wir mal hin und geben es direkt ab, weil wir so cool sind. Man sagt, euer Baby ist da. Danke, ich bin mir sicher, dass die Textilverkäuferin sich sehr freuen wird. Die Fakten sprechen für Wolle. Sie ist weich und sie ist warm. Ich mag sie.
Bleib am Ball. Vielleicht bitte ich dich später mehr. Nomis Gunst. 4. Rezept für Nachtschattennahrung gelernt. Nachtschattennahrung klingt sehr mysteriös. Man sagt, euer Baby ist da. Hier ist ein Tipp. Genieße jeden Augenblick mit deinem Kind. Ja, danke für den Tipp. Ich werde es bemerken. So, ja, kann ich noch so erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Das habe ich bestimmt mal erzählt. Ich bin ja mit meinem Betrieb umgezogen vor ungefähr einem Jahr. Und davor war das so, dass wir ein bisschen weiter außen waren in Leipzig. Und dann, hallo, ich würde gerne mit dir reden, Katharina. Sehr angenehm, dieses Wetter ideal für die Spaziergänge. Ja, da war es jedenfalls so, dass wir mehr außen waren in Leipzig. Und dann konnte ich in der Mittagspause durch ein Waldstück gehen. Und dann bin ich jeden Mittag, habe ich meinen Betreibleer oder mein Handy halt mitgenommen, habe Musik gehört und bin im Wald spazieren gegangen. Und das fand ich mega geil. Das hat mir sehr gut gefallen. Nur leider, oh Mann, es ist immer noch alles hier. Mann. Nass. Es hat mir sehr gut gefallen und das geht nicht so schnell, aber wir jetzt in der Stadt arbeiten. Und da ist kein Waldstück mehr. Das sind nur so kleine Mini-Grünanlagen, wo ganz viele fremde Leute sind. Im Wald war kaum ein Mensch. Das fand ich toll. Da konnte man abschalten und laufen. Und das hat auch sehr viel Stress abgebaut. Und das geht leider nicht mehr. Oh. Die Lester-Schwestern sind da. Emily und Hannah. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich bei einem von beiden jetzt hier aufs abgeben kann. Ja, schon mal. An Liegen. Sonja Strauß. Nein, Emilys Küche. Wie war denn das? Kartoffeln und Mehl. Das könnte potenziell was werden. Denke ich. Okay, hol ich mal 6 Stück Mehl und Kartoffeln müsste ich jetzt auch haben. Können wir bei Emily auf jeden Fall abgeben. Das ist sehr nice. Vielleicht kriege ich mal sogar ein Rezept von ihr. Für irgendetwas. Ich weiß nicht für was, aber wir hoffen einfach mal. So, entnehmen. 6 Stück Mehl, bitte. Da. Höchste Gegenstände kannst du mal erreichen. Mutter wurde erreicht. Kann ich was ablegen irgendwie? Kann ich das einfach mal ablegen? Ja, jetzt habe ich schon Platz frei. Hoffe ich. Dann können jetzt diese blöden 6 Stück Mehl mitnehmen. Yeah. Ich bin so clever, ey. Zu clever, yo, Mann. So. Aber bevor wir zu Emily gehen, mache ich noch was viel Lustigeres. Nämlich diesen wunderschönen Bären hinter streicheln. Nein, nicht umdrehen. Lass sie mich streicheln. Hä, was? Ich hab dich wohl schon gestreichelt. Das macht mich jetzt etwas betroffen und traurig. Na gut. Wir denken nicht weiter drüber nach und los geht's. Kartoffeln. Yay. Habe ich die in den Kühlschrank getan? Muss ich ja, ne? Stimmt, als ich, die Karauschen gezählt habe gemacht. Vermute ich. Jetzt muss ich aber ablegen. Ja, von mir aus hier Apfel und Erdbeere und grüne Paprika. Und hast du nicht gesehen? Oh Gott, so viel Zeug hier. Und Futtermais und besser Kakao. Und nochmal besser Kakao. Oh Gott. So. Oh, scheiße. Ja. Na gut. Das war mal so. Und jetzt entnehmen wir 6 Stück Kartoffeln. Kartoffel. Bin ich da vorbei? Nein, hier ist er. Tada! Sehr schön. So macht man das. Baby, baby. Oh, oh, oh. Baby, 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 baby. Na, Emily? Ich liebe dieses Wetter. Fühlt sich super klasse an. Anliegen. Hast du besser? Ja, komm. Ja, nimm. Mann, das sieht wirklich lecker aus. Aber es zeigt sich, dass es nicht einfach ist, leckeres Essen zu kochen. Oh, sie guckt. Ich muss weiter daran arbeiten. Es tut mir leid, wenn ich dich immer hereinziehe, aber deine Hilfe ist mir so wichtig. Dann Leute Materialien, die man für das Rezept braucht. Und gibt's hier Emily. Rezept für Kastelmehl gelernt, das ist ganz wichtig. Habe ich für Hannah schon Anliegen? Ich guck gerade mal ganz kurz. Anliegen. Hanna, habe ich gar kein Anliegen. Das ist ja doof. Hanna, was ist denn nur los mit dir? Willst du nicht, dass ich dir irgendwie helfe? Du bist doof. Mann, kann davon, ja, warte, dass sie mir halt eben gute Rezepte gibt, eventuellerweise.
Schau mal, was ist denn bei Sam? Was wollte der denn? Rosa Rose, das kann auch dauern. Gut, ich gucke mal. Ich habe ja wieder einen neuen Wundertrank bekommen. Glaube ich jedenfalls, von Tabea. Und was das ist, sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Jumel, jetzt Blade Harvest Moon. Und das ist mal ganz so verloch in der Tal. Bye.